Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gas Station Simulator. Mein Gott, er kam uns gerade sehr nahe. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen aus dem Weg und bevor wir losstarten, würde ich einmal euch bitten, das Däumchen nach oben zu machen und abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann legen wir direkt los. Also, wir könnten ihn theoretisch schon mal direkt bezahlen. Weil sonst haben wir nachher wieder so hohe Kosten. Wir gucken. Ich könnte ja hier theoretisch auch noch mal etwas malen. So. Dann sieht es hier drin auch wieder ein bisschen schicker aus. Nur, dass es wenigstens schon mal normal weiß ist. Groß angepasst ist das Ganze noch nicht. Lieferung. So. Dann gucken wir, dass wir gerade die Wand hier noch machen und dann machen wir erstmal die ganzen anderen Kunden. So. Also. Wir tanken. Oh, wir haben auch nicht mehr so viel Benzin. Das müssten wir auch mal wieder bestellen. Gut, er nimmt die Bestellung an. Was hat hier gerade geleuchtet? F für interagieren. Ach, guck mal, das ist ein Schnellreisepunkt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da können wir ganz schnell im Prinzip zwischen beiden hin und her switchen. Ach so. So, wir nehmen mal ganz kurz die Bestellung an. Der ist sehr gut, der fährt jetzt weg. Hier liegt ja auch noch lauter Zeug rum. Ja, ich dachte, ich hätte hier aufgeräumt. So. Und die Tonnen und sowas, das können wir gleich mal hier rausschlawinern. Dann sieht das doch alles schon wieder gleich, hoppla, viel ordentlicher aus. Immer schön die Mülltonnen voll machen, sonst müssen wir uns ein bisschen beeilen. Müll ist zweimal voll, dann wechseln wir den gerade, weil sonst fängt es an komisch zu stinken. Und dann beschweren sich unsere Gäste. Schnell, schnell, schnell. So, einmal. Zweimal. Dann wird nochmal getankt. Ich hoffe, das reicht. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch mal Benzin nachbestellen. Ich habe halt nicht mehr so viel. Ja, gut. Wir gehen jetzt erstmal in die Werkstatt, dürften das Geld eigentlich reinkriegen. Da kriegt man ja relativ schnell, sage ich mal, das Geld zusammen. Und einmal drauf. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir nochmal einen neuen Reifen. Also ich finde, das ist so ein Spiel, was doch schon echt gut süchtig machen kann. So, was haben wir denn noch? Da hinten ein Reifen und zweimal Spiegel, soweit ich das richtig gesehen habe. Müssen wir mal schauen. Oh, bestimmt steht doch gerade keiner an der Kasse, ja. Zweimal Spiegel, ja. Spiegli, Spiegli. Einmal. Und dann können wir erstmal neuen Kraftstoff, glaube ich, bestellen. Das dürfte dann wieder gehen vom Geld. Bei dem ganzen Kram, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, 225 oder so brauchen wir. Sehr gut. So, dann bestellen wir mal ganz kurz Kraftstoff. Obwohl, wir können die erst abkassieren, tanken. Ich weiß halt nicht, wie viel ich. Ob das noch reicht für den letzten. Wahrscheinlich habe ich dann wieder zu wenig Benzin. Ich müsste halt auch mal meine Regale, denke ich, wieder auffüllen. Da ist auch nicht mehr so viel wahrscheinlich da, ja.
So. Da wird schon gehupt. Ja, aber ich habe ja gar nicht mehr so viel Benzin. Na gut, wir probieren es. Wir probieren es. Doch, das reicht gerade noch so. Da schwebt schon der Müll. Der Weihnachtsmann ist irgendwo über uns. Mein Gott, wo kommen denn die ganzen Leute her? Angestellten, Sprech, Bezahlung. Aufgabenliste, bediene die Kasse. Mach mal was. Kraftstoffvorrat. 200 Milliliter. Oder Preis ist sogar günstiger, sehe ich gerade. Okay, dann machen wir mal 200. Wir haben keinen Kraftstoff mehr. I know. Es ist halt blöd, dass hier nicht angezeigt wird, wie viel wir im Prinzip gerade davon im Regal haben, dass wir wissen, was wir noch alles auffüllen müssen. Das haben wir, glaube ich, noch. So, jetzt ist voll. Ich gehe irgendwo mal mittig. Okay. Gut, dann macht er jetzt die Bestellung. Achso, ich wollte auch gucken. Teile, Klebeband. Oh, das ist jetzt sogar im Angebot. Ich glaube, 6 Stück sollten wir bestellen, ne? Der Reifen ist auch im Angebot. Wie viel kostet denn das jetzt schon? 174. Okay. 37, schon wieder zu viel. Machen wir so die Bestellung. Aufgaben haben wir damit nämlich erledigt. Mein Gott. Ich kann eh nicht tanken. Benzin muss erstmal geliefert werden. Als nur ein Reifen. Okay. Wir wissen jetzt, dass ungefähr ein Reifen... $53 kostet oder Dollar. Na, $30 haben wir mit dran verdient. Das ist jetzt nicht so viel, das stimmt schon. Wartet mal, ich will ja erstmal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Hier sieht es schon wieder aus. So, der wird mitgenommen. Da sieht das Ganze auch gleich wieder ordentlicher aus. Ich muss halt erstmal ein bisschen was einnehmen. So, der lädt ja gerade rein. Dann dürfte das ja, wollte ich gerade sagen, wieder hochgehen. Angezapft. Flugbenzin. Lieferung Lagerhaus. So. Sohle. Einmal bitte aufmachen. So, wir haben ewig nicht mehr gefegt. Hier muss ja auch viel los sein. Und den Müll bitte einmal sammeln. So, wie sieht es hier drüben aus? Ach, das geht eigentlich. Ja, wahrscheinlich würde ich hier, liegt ein Mülleimer einfach? Okay. So, wir sollen Flugbenzin bestellen. Am PC, ne? Flugbenzin. Lieferung, Kraftstoffort, Flughafen. 200. Stellen wir.
Fülle den Tank mit dem gelieferten Flugbenzin. Hinweis, wenn die Kraftstofflieferung bereits eingetroffen ist, öffne das Ventil, um mit dem Befüllen des Tanks zu beginnen. Ja, wahrscheinlich hier, ne? So, sonst ist hier aber alles aufgeräumt, ne? Sonst steht hier kein... Hier haben wir nochmal Müll. Wo ist denn die Lieferung? Hier. Nee. Da kommt jetzt mein Kraftstoffauto. Und wo fahren Sie hin, Sir? Doch hier dran. So, der steigt jetzt aus, aus dem Prinzip genau selber, okay. Einmal bitte angestöpselt. So. Aufgabe erledigt. Lege die Klebebänder in das spezielle Regal in Joes Reparaturplatz. Aha. Warte auf Signal von Joe. Hinweis, in der Zwischenzeit kannst du dein Geschäft checken. Ja, das müssen wir sowieso mal machen, ne? Dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Geld reinkriegen ist immer wichtig. Was brauchen wir? Zwei Reifen und zwei Spiegel. Da müsste ich vielleicht aber auch mal wieder hier die Teile nachbestellen. Weil wie schnell ist was leer? Ich meine, ja, man bezahlt auch viel für die Sachen. Ich finde, du kriegst schon gut Geld dafür. Obwohl, was ist viel Geld, ne? Also 30 Euro oder sowas vom Bronenreifen ist jetzt nicht so viel, das stimmt schon. Aber halt, wenn man mal denkt, man braucht mal ein bisschen mehr Geld, kriegt man da halt, sage ich mal, mehr wieder zurück. Das ist wie so eine Wertanlage, die man sich im Prinzip sichert. Sehr gut. Da möchte wieder jemand tanken. Okay, wir müssen mal hier den Müll wieder leeren. Weiß nicht, wie es da vorne aussieht. Da geht's noch. Aber wenn man Geld hat, immer erstmal schön. Ich glaube, mehr geht gar nicht. Sehr gut. Tankstelle. Lager. Lieferung. Teile. Drei. Das ist schon zu viel. Bestellung. Mein Gott, sind Sie ungeduldig? Das ist ja gut. Lebensmittel müsste ich auch mal wieder neu bestellen. Ich weiß nicht, wo mein Mitarbeiter hin ist, Sir. Eigentlich macht er das, aber gut, jetzt kassiere ich sie mal ab. Hm,
nice. So. Have a nice day. Ist er denn mal da? Ja. Ach, der steht noch nicht immer. Oh, das kann ein bisschen dauern. Aber will ich das gleich schon mal haben? Da hat man den Tank schon mal voll von dem Geld. Das ist doch schon mal gut. Und dann tue ich jetzt von dem Geld, was ich jetzt einnehme, noch ein paar Teile bestellen. Einen Reifen. Was, ich soll Tequila besorgen? Ich kaufe eine Kommunikationszentrale. Spiegel noch, den habe ich nicht gesehen. Ja, mein Gott, was ein Gehupe. Der füllt halt gerade auf. Entschuldigen, hier arbeiten halt gerade Leute. Entschuldigen Sie, es arbeiten halt gerade Leute. So, da ich nicht weiß, was so eine Kommunikationszentrale kostet. Glaube ich, jetzt lieber nochmal meinen Angestellten bezahlen. Bediene die Kasse, sehr gut. Den Müll nehme ich noch mit. Huch, das war fast die Toilette, wo ich reingerannt bin. So, was soll ich jetzt machen? Lieferung an Lagerhaustor. Das habe ich schon bestellt. Achso, die Autoteile. Mein Gott, schon wieder vergessen. Okay. Kaufe eine Kommunikationszentrale. Sonstiges. Ich kann hier gerade, glaube ich, eh nichts kaufen. Und die Werkstatt will ich nicht aufwerten. Ach, das bräuchte ich, um Dings aufzuwerten. Okay. Lager. Zurück. Tankstelle. Da muss ich dafür wirklich darüber gehen. Ich guck mal kurz. Nö, das macht gar keinen Unterschied. Was brauche ich denn? Ich habe den Druck. Ich wollte nur wissen, für was ich den brauche. Jetzt habe ich einen Drucklufthammer gekauft. Okay, keine Ahnung. Für was? Jetzt habe ich auf jeden Fall kein Geld mehr. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen arbeiten. Da habe ich 500 Euro einfach so weg. Toll. Great job. Das ist jetzt Blade. Was haben Sie, der Lady? Zweimal Reifen. Ich wollte nur wissen, für was der Drucklufthammer ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Immer rein damit. Was war's noch? Ein Spiegel.
Oh, Partybus ist unterwegs. Sind wir schon bei 401. Ja, Lebensmittel müsste ich halt eigentlich auch mal kaufen, ne? Guck gerade mal, ob ich irgendwas noch auffüllen kann. Naja, nicht viel. Getränke habe ich so viel. So, immerhin ist Getränke voll. Wo habe ich das denn aber gesehen? Ach, ich glaube, das war hier. Kommunikationsturm, ja. Awesome. Kaufen. Wo ist der Müll voll? Da. So. Einmal tanken. Kaufe den Platz auf der Landebahn. Was brauchen wir dafür? Nee, nicht Management. Einrichtung, nee. Hier. Handelslandebahn. Ist das das? Was kriegen wir? Achso, mein Gott. Teil 1. Ja, das ist das. Okay. Also. Mein Gott, wie sieht's hier aus? Kann man das nicht ein bisschen schöner machen? Kommt jetzt hier einer angeflogen? Benutze Toby, um die Fracks von der Landebahn zu schieben. Hinweis, du kannst die Fracks in den großen Container legen. Wo ist denn nochmal Toby? Ja. Ja. Das ist ganz schlecht. Kommt das Stück für Stück raus? Tut sich da irgendwas? Ah, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Oh. Okay. Dann muss man da doch ein Stück für vorfahren. Stopp. Wohin damit? In den großen Container. Ach, deswegen ist der Container so riesig. Weil wir da die Autos reintun. Okay.
Meint ihr, das zählt? Jetzt hat es auf jeden Fall funktioniert. Weil das Geräusch da gerade kam, dieses klickende Geräusch. Und das ist das Geräusch für... Na, das ist das Geräusch. Ja, es geht meine Zufriedenheit wieder runter, ist mir schon klar. Mein Gott. Stopp, was habe ich getan? Gleich gibt es wieder hier wieder einen großen Unfall. Mein Gott, mein Kraftstoff ist doch bestimmt gleich leer. So. Warte mal, wir probieren es mal von der anderen Seite. Ja, komm. Das passt, glaube ich, schon. Das passt so, glaube ich, schon. Kannst du nicht fahren? Nee. Okay. Überprüfe die Monitore im Kommunikationszentrum der Scheune. Ich muss mal gucken. Congratulations! You've arrived at your command post. Here's the list of upcoming arrivals. From the left, you can see the plane's country of origin. Its number, cargo, and time to arrival. Cargo is divided into two categories. The top row is what the pilot is carrying, and the bottom row is what he wants to trade for. Depending on your communication center level, you'll be able to identify more products from the list before the pilot arrives. Do you remember what I asked for? Doesn't look like the next pilot is carrying tequila. You can reject a plane using the X button on the right side of the screen. Okay. Joes Bestellung, um den Flug zu studieren, werde verweigern. Okay. Bevor wir jetzt hier aber gucken, würde ich sagen, ich mache erstmal einen Cut für die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Däumchen nach oben für mich da und natürlich abonnieren und kommentieren. Nicht vergessen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.